Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Von mir gibt es heute das Aufgebraucht für den September und es ist jede Menge Zeug leer geworden. Ich fange an mit den vier Favorites, die diesen Monat dabei sind. Die habe ich also regelmäßig, ich erzähle auch gar nicht mehr viel drüber. Das ist einmal von Kür vom Aldi, dieses Schuppenshampoo Apfel. Dann von Isana Rossmann, dieses Schuppenshampoo, das riecht sehr gut. Und von Sundance die 50er. Das ist die, die schon rausgegangen ist in der Zwischenzeit. Und von mir die Signal, die ich ja auch immer gerne wieder verwende. Genau. Ansonsten habe ich eine große Tasche voll. Und hier sind auch wieder ganz interessante Sachen dabei. Zum Beispiel das Rasiergel von Balea Find Me Under the Palm Trees. Das ist jetzt übrigens rausgegangen, habe ich gesehen. Und wer das gut fand, kann noch mal gucken gehen, wenn er Lust hat. Die werden momentan relativ günstig ausverkauft. Ich glaube 50 Cent oder so. Ich habe mir nämlich auch noch mal zwei mitgenommen. Fand ich gut, tut seinen Dienst, ne? Und riecht auch ganz nett. Dann habe ich von Kleenex diese Taschentücher mitgenommen gehabt und aufgebraucht jetzt, weil ich mir gedacht habe, daheim brauchst du ja eigentlich keine abgepackten in Plastik und habe mir diese Box unter den Tisch gestellt. Ja, ich habe sie jetzt nicht für die Nase verwendet, größtenteils. Meistens nehme ich die, wenn ich irgendwie die Nägel lackiere oder so. Eigentlich ein bisschen schade, aber ich wollte sie jetzt auch mal weg haben und habe jetzt erstmal normale nachgekauft. Also normale Kosmetiktücher, die einfach ein bisschen dünner sind. Und das brauche ich ja eigentlich, nämlich nicht so ein Balsam, ne, für die Fingernägel ist ja Quatsch. Und aber die haben mir jetzt so lange offen dagestanden, deshalb wollte ich sie weg haben. Dann habe ich von Frosch was leer gemacht, und zwar den Grapefruit Fettentferner. Das ist auch ein Alltime-Favorite, kaufe ich immer wieder nach, wobei mir das der Bio-Spiritus noch besser gefällt. Und da werde ich jetzt erstmal mich um meinen Bio-Spiritus kümmern, bevor ich mir das wiederhole. Aber fand ich gut, kann man auf jeden Fall machen. Dann habe ich hier ein paar Ampullen aufgebraucht. Und zwar ist es einmal von Elkos Ocean's Best. So ein 7er Pack, glaube ich, so eine Wochenkur. Ja, fand ich ganz okay. Hat mir gut gefallen. Muss ich aber noch ein paar Mal testen. Also am besten so zwei, dreimal hintereinander. Aber die ist recht groß. Ich glaube, da reicht mir eine auch auf zweimal. Und dann hatte ich hier von Alterra genau diese Hyaluron-Wochenkur, die ist mit diesen Trauben drauf. Die, genau, also die fand ich auch ganz gut. Da habe ich drei Stück aufgebraucht. Nette Geschichte, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Macht nichts kaputt, pflegt schön und ja, gibt doch ein gutes, entspanntes Gefühl. Und das ist ja das Wichtigste. Dann habe ich hier von Starskin diese Second Luxury All Day Mask aufgebraucht. Ich glaube sogar zweimal. Da hatte ich mir diesen großen Pack nachgekauft. Da sind, glaube ich, 10 drin oder so. Die war ursprünglich im Adventskalender, fand ich gut und deshalb habe ich mir die nachgekauft. Ja, ich finde, das ist wirklich so für, wenn man weg will und will vorher noch was Gutes für die Haut tun. Ja, fand ich gut. Dann ein ehemaliger Favorit von mir, von Elgos Body, den Dry Deo Roll-On, 48 Stunden, antitranspirant, das roch schön frisch, gibt es leider so nicht mehr. Hatte ich in meiner Sporttasche gefunden und habe mich gefreut, dass ich es doch nochmal hatte. Jetzt ist es aber leer. Von Elkos Hair, das Schuppenshampoo war auch in Ordnung, nichts Negatives gehört. Dann die Allzwecktücher von Denk mit Granatapfel. Ich kaufe die auch immer wieder nach. Die kommen, glaube ich, so ziemlich jedes Jahr raus. Ja, gefallen mir gut. Ich mag den Duft sehr gerne. Leer gemacht habe ich von Balea Schönheitsgeheimnisse das Ölpeeling. Auch hier mag ich den Duft sehr gerne. Es riecht, finde ich, besser wie die vorherige Verpackung. Also Aufmachung, Formulierung von diesem Produkt. Ja, habe ich schon mehrfach nachgekauft und es dauert halt immer lang, bis es leer ist, ne? Aber ich nehme das gerne, um die Füße zu peelen, muss ich sagen. Ja, da gefällt mir es auf jeden Fall super.
von Balea Men, ist ein Duschgel leer gegangen. Auch das gibt es immer nur zeitweise. Das ist so eine Sommer Limited Edition. Ich glaube, jetzt im Moment gibt es die nicht mehr, aber die gab es letztes Jahr auch. Ja, also kann man drauf hoffen, dass sie irgendwann wieder kommt. Highland Duschgel 3 in 1, Körper, Gesicht und Haar. Das riecht so ein bisschen schon waldmäßig, ne? Also ich mag es auf jeden Fall und meine Männer mögen es auch. Noch ein Deo Roll-On und zwar von L'Oréal Men Expert Ultimate Control, der rote. Den habe ich auch schon sehr oft gekauft, wird immer wieder gern gesehen bei uns. Dann von Isane ein Badesalz, Happy Sunrise. Das war mit Passionsfrucht und Mangoduft. Das fand ich sehr schön. Hatte ich, glaube ich, jetzt zweimal. Ja, es riecht super gut. Das Wasser war leider ziemlich, ziemlich gelb, orange-gelb. Ja, sieht nicht so schön aus, aber passt natürlich zum Duft. Also ich fand es schön. Ja, hat mir gut gefallen. Von Isana Med die Dusche ultrasensitiv ohne Parfüm, Farbstoffe und Allergie getestet für die sehr sensible Haut. Die hat getan, was sie tun sollte, gut gereinigt, die Haut nicht übermäßig strapaziert. Riecht einfach nur cremig, sag ich mal, also nicht sehr stark. Und ja, fand ich auch okay. Dann mal was aus dem Bereich dekorativer Kosmetik und zwar den Schadenlöscher Auge von Maybelline ist ja, ja ne? Ich habe da die Farbe Fair, glaube ich, oder Fairy? Fair, glaube ich, ja. Also den habe ich auch schon zwei oder dreimal nachgekauft, habe ich mir auch wieder neu geholt. Ich finde ihn gut und mich stört es auch nicht, dass da oben das Schwämmchen ist. Ja, er ist auch recht ergiebig. Ich glaube, ich brauche bestimmt ein Jahr dafür. Dann habe ich hier von Max Factor, glaube ich, ist diese Wimperntusche. Das ist eine Volumen-Wimperntusche. Man sieht es leider nicht mehr. Ich meine, es wäre. Ja, Max Factor. Und die hat dieses Bürstchen hier. Diese Bürstchen mag ich sehr gerne. Ich fand die auch gut. Sie hat jetzt nicht so mega lange gehalten. Also, sie ist leer. Aber es ist ja auch nicht so groß. Gekauft habe ich die im März 21, also ja, habe ich ziemlich gleich angefangen und hat mir gut gefallen, würde ich mir nachholen, aber ich habe mir gerade eine neue mitgenommen von Revolution, die kommt dann in meinem nächsten Haul und da bin ich jetzt auch gespannt. Ich mag immer gerne Waterproof, weil ja, ich weiß nicht, für mich ist das das Optimale, wenn ich nicht Angst haben muss, dass die runtergeht und ja, die hat auch nicht gekleckst, die hat keine Krümel gemacht, also die war okay. Es ist halt so ein Alltagsding, ne? Ich habe in der Regel nicht so übermäßige Wabum-Wimpern und die brauche ich auch nicht. Also das ist nicht so mein Ziel und deshalb gefällt mir die sehr gut und wie gesagt, würde ich mir nachholen, wenn ich mal irgendwie nachkomme mit meinen anderen. Ich habe noch ein paar. Von Odol mit 3, eine White and Shine Zahnpasta. Die habe ich über sehr, sehr lange Zeit immer mal wieder genommen. Fand ich okay. Aber ich glaube, die tun nichts. Also, ich glaube nicht, dass sie weißer machen. Ich habe nichts gemerkt. Also, wenn ihr eine Zahnpasta kennt, die da hilft, ne, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, das gibt es nicht. Da ist noch nichts gefunden worden. Von Elkos, die Duo Wattepads. Ja, finde ich sehr gut, kann man gut machen. Die sind auf einer Seite so geriffelt und auf der anderen Seite sind sie dann ein Stück weicher, sage ich mal. Und ich brauche ein Wattepad am Tag. Ich habe auch diese wiederverwendbaren Pads probiert, aber ich mag das nicht so. Mir ist es nicht weich genug fürs Gesicht, ne? Also, ja, ich bevorzuge fürs Gesichtswasser Wattepads. Nochmals Star Skin, die 7 Second All Day Mask, Luxury All Day Mask. Wie gesagt, ich finde die gut, ist aber leider ziemlich teuer. Von Isana, die Hydrogel Maske Hyaluron. Intensive Feuchtigkeit, sofort frische Effekt, Hyaluron und Algenextrakt. Ich habe gesehen, die gibt es auch noch.
Ich fand die sehr schön, muss ich sagen, aber auch hier ist mir die Maske davon geflutscht. Also die kann man nur machen, wenn man liegen bleibt. Ich war in der Badewanne und habe trotzdem das Problem gehabt, dass sie weggerutscht ist. Das finde ich nicht so optimal. Aber das ist natürlich, weil die extrem nass auch sind. Ja, muss man sich überlegen, ob man das mag. An sich von der Wirkung her hat sie mir gut gefallen. Dann habe ich hier eine Tuchmaske kleckend und mit Glow Power, Krebsfruchtextrakt und Hyaluron, Isana Shine. Ja, die war auch okay, aber jetzt nichts Besonderes. Ein Duschgel habe ich noch von Isana Man, dieses Energy. Das gibt es im Moment auch noch. Das ist so orange und riecht auch gut. Typische Männerdüfte, ne? Es ist nicht so orangig, wie ich gedacht hätte. Von Salt House, genau. Eine tolle Tuchmaske. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Anti-Hautstress war das. Sanft zur Haut, 0% Parfüm, Farbstoffe, PEG und PEG. Und Paraffine für sehr trockene und problematische Haut. Ich fand die so toll. Und die war bei mir in so einem Geschenkpack drin mit Bodylotion und Duschgel. Und die war einfach klasse. Die hat der Haut so gut getan und ich glaube, die gibt es nicht mehr. Also wenn jemand weiß, ob es die noch irgendwo gibt, dann schreibt mir es doch mal in die Kommentare. Ich habe extra bei Salt House selbst noch mal geguckt und da ist er auch nicht mehr aufgelistet. Ich gehe mal davon aus, die ist rausgegangen. Also, das ist schade, weil die war super. Die war richtig gut. Dann habe ich hier von Balea Men Hydro Augenpads ausprobiert und da muss ich sagen, also, ich habe gehört, die wären gut. Und da würde mich mal interessieren, ob die noch jemand ausprobiert hat. Vielleicht habe ich irgendwie ein Montagsprodukt erwischt. Meine waren extrem trocken und ich finde, die haben eigentlich nur wenig getan. Sie haben etwas gekühlt, das schon. Und die Haut war auch weicher danach. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber die waren nicht, also serumtechnisch bin ich da anderes gewöhnt. Also das war mir zu trocken und nicht so mein Ding. Dann habe ich leer gemacht von Yves Rocher einen Lippenpflegestift und ich glaube, das war Bratapfel. Ich meine, das wäre Bratapfel gewesen, dieser Orange, man kann es nicht mehr lesen. Ist leider ziemlich weg. Ja, die Verpackung ist kaputt. Das ist jetzt schon der zweite Lippenstift von Yves Rocher, bei dem die Verpackung kaputt geht. Das muss ich sagen, finde ich nicht gut. Das stört mich kolossal. Und ich habe noch ein paar. Und wenn das nochmal vorkommt, würde ich mir, glaube ich, keine Lippenstifte mehr dort holen. Also Pflegestifte. Ja, der Lippenpflegestift selber, der hat mir sehr gut gefallen. Der war super. Der hat toll gerochen, super gepflegt. Genau mein Ding. Ja. Aber ich hasse es, wenn Verpackungen kaputt gehen, ne? Also das mag ich nicht. Dann habe ich leer gemacht von Altera die Hydro-Augencreme, Bio-Traube und Bio-Weißer Tee. Die mag ich ganz gerne, habe ich auch schon mehrmals gehabt. Ja, die riecht schon ein bisschen naturkosmetikmäßig, aber die ist auch schon. Ja, nicht nur so gelig, sondern halt auch schon ein bisschen pflegender. Also sowas für einen Tag halt. Momentan ist sie für mich fast ein bisschen zu wenig schon. Ich mag es zurzeit, wenn es etwas pflegender ist, etwas reichhaltiger. Aber ich habe sie, glaube ich, noch mindestens einmal da. Ja, werde ich auf jeden Fall aufbrauchen. Und im Sommer ist es auch nochmal ein bisschen anders, aber dieses Jahr war ja irgendwie nicht so viel Sommer. Dann habe ich von Balea ein ultrasensitiv Lippenpflege. Eine Lippenpflege. Die habe ich bei der Franzi gesehen und ich muss sagen, ich fand die Bombe. Ich habe die nachts genommen. Ja, fand ich richtig gut. Hat super gepflegt. Die Lippen weich gemacht. Am nächsten Tag noch das Gefühl, wie wenn quasi vor kurzem erst ein Lippenpflegestift drüber gegangen wäre. Also ich fand die klasse. Hat mir sehr gut gefallen.
Und im Urlaub habe ich eine Q10 Pflegecreme von der Balea Anti-Falten-Nachtcreme aufgebraucht. Die war in irgendeinem Adventskalender, also die habe ich jetzt danach leer gemacht. Die war noch nicht ganz leer. Ja, habe ich letztendlich als Maske verwendet. Das war okay, aber die war ein bisschen grenzwertig. Eigentlich finde ich die ganz okay. Mit der muss ich aber vorsichtig sein. Die ist für mich fast ein bisschen zu reichhaltig. Die Tagescreme finde ich super, aber die Nachtcreme ist für mich ein bisschen zu reichhaltig. Genau. Und dann habe ich noch hier die Sachen aus meinem Aufbrauchprojekt. Die zeige ich euch auch noch. Und falls es den einen oder anderen nicht interessiert, vergesst nicht meine Verlosung, wenn ihr Lust habt. Schaut noch mal rein in mein letztes Video. Könnt ihr noch mitmachen bis morgen Abend um 24 Uhr. Dann ist leider die Frist abgelaufen. Ja, also leer gemacht habe ich von Nivea das Classic Milch Pflegeshampoo. Fand ich gut, hat mir gut gefallen. Dann die Creme Dusche Vanille und Kokos. Auch die fand ich richtig schön, vor allem vom Duft her. Da hat Balea mal wieder richtig einen guten Duft gehabt, weil die haben ja manchmal schon ein bisschen Schwierigkeiten, finde ich. Noch ein Shampoo von Pantene Pro-V, das Repair and Care. Das fand ich auch gut. Also wer strapazierte Haare hat, richtig gut. Und es riecht halt auch schön pflegend. Ne? Das ist nicht blumig oder so, das riecht einfach nur pflegend. Ja, mag ich sehr. Von Balea ein Verwöhnbad, Exotic Dream. Das hatte ich schon länger. Und es ist ja eigentlich gleich aufgemacht wie dieses Rasiergel, ne? Aber das war nicht aus der gleichen Limited Edition. Das war eine alte Limited Edition und die kam ja jetzt dieses Jahr. Also das ist mindestens 3 Jahre alt gewesen, schätze ich mal. Ja, war in Ordnung, aber die Balea Bäder sind nicht so unbedingt mein Ding, würde ich sagen. Oder viele davon. Was ich aber sehr gut fand, war von Fa das Coconut Water. Da habe ich auch noch einige davon. Die finde ich super zum Duschen und die kann man aber auch gut als Badezusatz nehmen. Oh ja, riecht sehr gut. Ne? Die sind halt recht intensiv, deshalb gehen die auch gut in der Badewanne, finde ich, ganz oft. Endlich leer von Alverde Bio Kaffee Coffee Care Körperbutter. Das war die hier. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das war so eine Hassliebe. Irgendwie mochte ich den Geruch, irgendwie mochte ich ihn auch nicht. Ja, ich habe ihn für die Füße genommen, abends im Bett und das war in Ordnung. Und ich bin froh, dass es jetzt leer ist, weil es doch schon ein ganz schön großer Pack war. Dann habe ich hier 2 Ampullen. Einmal ein Oxyfluid. Das war ja mit. Das war aus dem Adventskalender vom Aldi. Ein Ampullen-Adventskalender, falls es den wieder gibt und ich verpasse den, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, den würde ich mir auf jeden Fall wieder holen, der war echt gut. Das war eigentlich für Hautfestigkeit und Geschmeidigkeit soll das erhöhen, trägt zu einem rosig frischen Look bei, hilft der Haut wieder frei zu atmen. Fand ich gut. Und die große Ampulle hier war ein Anti-Aging 7 Tage Ampullengesichtskur. Ja, die wollte ich ja endlich weg haben. Die hat mir nicht so gut gefallen. Würde ich mir auch nicht nochmal no nachholen. Das war so ein großer Pack. Dann eine Maske von Mads Spezial. Detox-Maske, Meeresalge und Leinöl. Die fand ich richtig gut. Hat die Haut super gepflegt. Ich hätte jetzt gedacht, die reinigt und trocknet vielleicht ein bisschen aus. Nee, gar nicht. Die hat super gepflegt. Fand ich richtig, richtig super. Dann von Balea die Overnight-Fußmaske. War aus dem Adventskalender. Mochte ich ganz gerne. Ja, hat gut gerochen. Sehr süß. Aber war einer der Düfte, die ich gut fand. Von Luvos eine regenerierende Crememaske mit Heilerde, die fand ich auch super. Das ist die orangene, pink, lila. Genau, habe ich auch, glaube ich, noch. Sehr schöne Geschichte. Bodylotion, Lovely Moments mit Schnee. Schneerosenduft. Ja, war, glaube ich, grenzwertig, wurde Zeit. Ja, genau. Also,
Da bin ich froh, dass ich die endlich leer habe und ich müsste unbedingt gucken, wenn ich wieder solche Sachen bekomme, dass ich nicht wieder so lange brauche. Ich glaube, die sind vom vorletzten Jahr gewesen oder von vor 3, ich weiß gar nicht. Hier habe ich eine Maske von Sante Hyaluron Anti-Aging-Maske. Die fand ich auch gut, habe ich mir zwischenzeitlich auch nachgekauft. Das war, die gehen bei, ich glaube, die gehen bei uns raus. Kann sein, dass sie rausgingen. Mit Hyaluron und Braunalge. Ja, fand ich super. Wer da mal gucken mag, ich meine, die gehen aus dem Programm. Dann Ombra San, die beste After-Sun-Maske für, ja, von, aus diesen verschiedenen After-Sun-Geschichten, die ich bis jetzt hatte. Der Duft ist nicht so der Renner, aber die Pflege fand ich sehr schön. Ja, Isana, Hydro Booster. So einfach so eine Feuchtigkeitsmaske ist okay. Würde ich, glaube ich, momentan nicht nachkaufen. Und die Garnier wahre Schätze. Kokoswasser ist das, nee, Kokosmilch und Macadamia. Das hat so gut gerochen. Oh. Aber ich habe 3 Jahre, glaube ich, dafür gebraucht. Auf jeden Fall 3 Aufbrauchprojekte. Und ich bin froh, dass es endlich leer ist. Das war mir eine Lehre. Genau. Und ich glaube, das war alles. Ja. Doch wieder eine ganze Menge. Ich werde jetzt gleich mal zählen, was alles von mir ist. Im Moment mache ich eine Aufstellung oder ich mache ja schon seit Jahren eine Aufstellung, was ich so im Monat ausgebe für Produkte, Pflege und Beauty und auch für Kleidung, Schuhe und Accessoires. Und ich habe jetzt das Ganze erweitert auf die Teile. Wie viele Teile kaufe ich mir im Monat? Im Moment bin ich bei 20 Sachen im Monat. Das ist ganz schön viel. Ja, ich möchte nämlich mal gucken, wenn ich im Monat 20 Teile reinhole, wie viel ich rausbringe mit diesen Geschichten hier, weil ich möchte ja gerne, dass es auf Dauer auch ein bisschen leerer wird und nicht immer nur voller. Aber ich habe natürlich auch ein Faible für diese Sachen, ne? Und Anti-Aging ist bei mir halt auch schon ein Thema. Na gut. Ansonsten war es das von mir heute. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und habt eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao.